Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen weiter FIFA 17 mit dem Alexander. Und heute Leute ist Christmas Time. Also das ist, in England wird immer über Weihnachten Fußball gespielt. Da werden wir jetzt mal gucken, was man jetzt abgeht gegen Barnsley. Wir sind Nummer 5, natürlich Startelf wie immer. Alter, ich bin mal richtig gespannt, aber Gerrit Walker, den finde ich echt unsympathischer. Immer mehr ist er unsympathisch. Oder Leute, was denken ihr über den? Würde mich mal sau interessieren, wie ihr ihn so findet. Den Gerrit Walker, würde mich mal gerne. Alexander, er wird langsam wieder besser. Er ist wieder in so eine, in gutes Team. Er spielt wieder gut und das ist jetzt optimal. So, jetzt schauen wir mal, was jetzt geht, was jetzt abgeht mit Wolfuß und Frank Buschmann, oder Leute? So, natürlich tun wir da vorgucken, so. Und jetzt, sind wir nicht Stürmer? Wir waren doch Stürmer, okay, okay. So. Bauen wir mal, ruhig. Geh mal schön in die Mitte, ohne Verletzchen oder was? Alter, Williams, Alter, du hättest eine gute Torchance gehabt, Alter. Ruhig, einfach ruhig spielen. Ah, schade. Aston kommt langsam voran, das merkt man. Ruhig essen wieder. Schade. Aber es war ein Versuch wert. Ah, ein schlechter Pass haben wir diesmal wieder. Ah, schade, macht nicht. Ruhig essen will er einfach. Ah, so unser erste top gute Torchance für Alex Panda. Jetzt gucken wir mal, was wir weitermachen mit Alexander. So, jetzt wieder nach hinten rennen. Ein bisschen nicht ganz nach hinten, dass wir halt Position sind, wir Stürmer. Als zentraler offensive Spieler ein Stürmer, okay. Wir sind aber gut gedeckt. Jetzt sind wir aber nur ein bisschen weniger gedeckt. Ah, das war mal ein schöner Torschuss, Leute. Gut, weiter geht's. So ein bisschen ruhiger spielen. So sehen wir mal wieder ein bisschen Vorteile. So, Aston Villa will heute wieder gewinnen, Leute. Aber mal gucken, ob sie eine Chance haben gegen. Wir wollen nach oben kommen. Eckball. Ah, das war ein guter Pass. Wir spielen jetzt vorsichtig und tun jetzt so die sichere Bälle spielen, Leute. Die sichere Bälle.
so sichere Bälle spielen. Nämlich so wie früher, dass man da ein bisschen ruhiger spielt, überhastet spielen, sondern wir tun jetzt ruhiger spielen. Ah, schade. Williams kam nicht genau dran, macht nichts, aber. Abseits, ah ja. War ein bisschen klar, dass Abseits wird. Weil ein bisschen zu spät, mehr zu spät gedrückt, glaube ich, Leute. Ein bisschen zu spät. Ah, Mann, das war schlecht. Das war schlecht. War ein bisschen schlecht von unserem Alexander. Wow. Es wird aber kalt in England. Es wird kühler. Mann, unsere erste Top-Tor-Chance. Unsere erste Top-Tor-Chance, aber naja. Wir nähern uns langsam ans Tor, unser Alexander. Williams, was war das, Williams? So ruhig, alles. Alter, warum immer schlechte Pässe, Alter? Da war eigentlich gar nichts schlecht, da war halt ein bisschen zu lang, aber schlecht war er nicht. Das finde ich nervig manchmal. Das finde ich ein bisschen schade bei manchmal. Aber sieht, naja, das Spiel ist noch nicht schön, viele Tor, gute Torschuss, viele Torschuss ist nicht. Eine Top-Torschuss von Alexander. Leider konnte man die nicht nützen, leider nicht. Ah, du warst, weil keiner mitspielt vorne. Oh, gut, für die erste Halbzeit eine 7,0 kann man lassen, oder Leute? Das ist gut, eine 7,0 kann man lassen. Ah,
schade. Und jetzt müssen wir wieder Aston Villa aufpassen, Konter. Mann, Aston Villa hat ein bisschen Probleme mit den Zweikämpfen. Und man, wir stehen vorne frei, laufen uns rum. Aufpassen, Aston Villa, aufpassen. Oh, das war eine gute Flanke vom Alex. Guter Vorstoß. Immer ruhig weiter. Immer Achtung. Aston Villa kriegt es langsam gebacken. Das merkt man schön, dass Aston Villa es langsam vorhat. Schön kriegt. Ah, Williams, es läuft langsam beim bei Aston Villa und Westwood kommt und Westwood kommt. Und Abstoß für Burnley. So 7,2 kann man schön sagen. Erfolgreich. Ah, Mist. Ein bisschen zu spät. Madden früh. Oh ne, Achtung, Burnley. Aston Villa kommt. Aston Villa muss zurück. Gut, ah, gut. Thomas, super, gut gemacht. Sonst wäre es heftig gewesen, wenn das jetzt kein Tor passiert wäre. Ob, man werft doch den Ball, wart doch mit 1000 Jahren. Manchmal warten die ersten Villa-Spieler extrem lang eigentlich, finde ich. Warten die extrem lang zum Passspiel. Oh Mann, das sieht so aus, dass es ein Unentschieden zum Unentschieden wird. Sieht nach einem Unentschieden aus. Mann, Williams und Hunter, die kommen heute noch nicht so in die Fahrt. Okay, ich hätte eigentlich auch passen können auf mich, weil ich stand, glaube ich, ein bisschen freier. Vorteil und das sieht gut aus. Schön Freistoß für Aston Villa und eine schöne Torchance, wenn es diesen nützen, Aston Villa.
Und Sahande, er spielt gut mit, er ist im Team, er läuft, rennt, versucht sich frei zu laufen, andere Spieler gut. So ist ein Spielmacher, bin. Er spielt nicht, ist eigentlich kein reiner Stürmer. Er steht vorne im Sturm, Leute, aber er ist eigentlich nicht so auf dem Stürmer. Er macht den Sturm nicht so Ding. Finde ich. Er macht so das Spiel, aber nicht als Stürmer, finde ich. Finde ich, so als Stürmer ist er eigentlich nicht. Er spielt ziemlich weit vorne, aber er läuft, er rennt, läuft nach hinten und überall. Ah, diesmal hat er sich, er wollte schießen, aber er hätte lieber passen sollen, unser Alex. Das Spiel wird eine Nullnummer. Wenn jetzt nicht irgendwas noch passiert, Leute. Wenn jetzt nicht irgendwas Gutes passiert, dann wird es hier ein Unentschieden. Ein 0 zu 0, Leute. Ein Punkt für Aston Villa. Was eigentlich auch nicht schlimm ist, finde. Wenn es 1-0-0 ausgeht. Ah, du wolltest was, einen Heberversuch, aber der Tormann hat rausgefunden, was er vorhat. Unser Leute, heute läuft noch nicht ganz gut. Er hat seine 7,4, das muss man schon sagen. Überragend hat er nicht gespielt heute, Alexander, aber er hat für das Team gespielt. Es war ein Versuch wert für unser Williams und Hunter. Es war ein Versuch wert, Leute, muss man sagen. Es war ein. Ah, mehr U. Moment, aber. Okay, wir haben kein gutes Feedback gehabt, aber naja. Das Spiel war ja. Na, so mittelprächtig bis gut war es, kann man so sagen, Leute. Ja. Natürlich kein Tor, keine Torvorlage, leider, aber dafür haben wir jetzt wieder ein bisschen Transferwert hoch. Wir bleiben Startelf, wir gewinnen langsam unsere Follower. Wir brauchen noch 200.000. Wenn wir die 200.000 haben, dann haben wir gute Chancen, einen Sponsorvertrag zu kriegen. Muss man auch sagen, ist auch immer wichtig, einen Sponsorenvertrag zu kriegen. So Leute, und zwei, aber ich jetzt sagen, wir sparen die noch auf die zwei. Wir sparen noch ein bisschen. Ah, heute können wir ein bisschen Schusstraining noch ein bisschen trainieren, die Sache. Wir wissen ja, dass wir noch ein bisschen Schießen noch besser hinkriegen. Ja, bin ich mal gespannt, was mir heute so weiter passiert. Unser Alex Hunter in Aston Villa. Willkommen, Gentlemen. Heute trainieren wir genauso hart wie immer. Einsatz und Leidenschaft. Das ist es, was ich hier sehen will. Was denn, Danny Willem? Heute steht Grundlagenarbeit an. Wir perfektionieren heute das Dribbling.
Was? Danny Williams ist nicht mehr Startelf? Okay. Der ist nicht mehr in der Startelf, Oma. Der ist nicht mehr in der Startelf, Oma. Der ist aber nicht so schön für Essen wie für Hunter. Weil ich fand, mein Danny Williams hat Handy eigentlich richtig gut gespielt, die zwei. So, B kann man lassen, finde ich, Leute. So ein schönes B ist immer gut. Jetzt erarbeiten wir uns noch ein bisschen Chance. Chancenerarbeitung, das ist auch immer wichtig. Das sind wir noch nicht ganz so gut, aber wir werden immer besser. Ah, ein bisschen zu stark. Ah, Mist. Chancenarbeit sind wir nicht immer so gut, finde ich. Ah, ein bisschen zu schwimmen. Ah, man, heute läuft. Warte, ein bisschen warte, um jetzt. Ah, zu ah, Mist. Das läuft heute nicht gut, Leute. Warte. Wir müssen doch wieder. Oh Mann, 3-8 ist echt nicht viel. Ja, jetzt sieht es ein bisschen besser. Ah, Mist. Wir brauchen noch. Ah, knapp. Mann, die Flanken sind richtig lang irgendwie. Ich drücke nicht fest drauf. Und trotzdem sind die richtig lang. Das finde ich richtig bisschen komisch. Ja. Das fand ich ein bisschen, naja, nicht so der Bringer. Ja, Chancenerarbeitung sind wir nicht so gut, Leute. Das ist halt das große Problem. Aber ich verstehe nicht, warum Danny Williams so schlecht ist. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum er, ja, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber naja. Man muss nicht immer alles verstehen. Aber Leute, ich denke, somit sagt euer Peter Gaming wieder Tschüss, bis dann und PJ, bis